Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bloodborne. So, ich habe mal geguckt, was ich denn machen muss, um weiterzukommen. Ich weiß jetzt, wo ich weiterkommen muss, also ungefähr zumindest. Und was ich dafür machen muss. Ich brauche dafür nämlich ein Emblem. Und ja. Alter, wie sollst du denn da, jetzt mal ganz ehrlich, wie sollst du darauf kommen, dass du dir etwas kaufen musst? Das muss ich nämlich tun. Ich muss mir ein Emblem kaufen, damit ich das Tor, das ich mit einem Emblem öffnen muss, öffnen kann. Ja, alle tot, die Penner. Jetzt muss ich 10.000... Oh, scheiße, sind alle tot, der Fuck. Ich muss jetzt 10.000... Blutechos irgendwie haben, um mir dieses Emblem kaufen zu können. Ja gut, ne? Machen wir das mal. Haben wir irgendwas, um meine Dings noch zu steigern? Ich glaube nämlich tatsächlich nicht. Nee, scheiße. Blöd. Wir gehen einmal kurz in den Traum des Jägers zurück und ich schau mal, wo dieses Emblem denn zu holen ist. Was war das? Das Emblem des Meisterjägers? Irgendwie sowas. Mal gucken. Handlaterne. Aha. Jäger-Anführer-Medaillon. Genau, Schlüssel zum Tor des Rundenplatzes der Kathedrale für 10.000. Und die muss ich mir jetzt holen. So, das heißt... Kirche des guten Kelchs, ne. Wir gehen nach Aldianum. Und ich werde da nochmal ein bisschen rumlaufen. Ich habe übrigens den Death Counter um 1 zurückgestellt, weil ich habe tatsächlich ein Tod zu viel aufgeschrieben. Oder notiert oder gedrückt oder whatever. Und das geht ja auch nicht, ne. Ich hätte ihn jetzt auch so lassen können, beim nächsten Mal nicht. Aber ich dachte mir, ne. Ich mache das mal so, ist schon in Ordnung. So, da sind wir. Hier noch einmal durch. Da kriege ich ungefähr 6.000 Blutechos und dafür kann ich mir das dann kaufen. Ist geil. So, du bist tot. Droppst du was? Nein, du bist scheiße. Boah, ausgewichen der Arsch, ey. Krass. Oh, du Penner. Dafür ist er tot. Er braucht eigentlich gar nicht aufstehen, kann gleich liegen bleiben. Sieht auch viel bequemer aus. Guck mal, den habe ich die ganze Zeit immer übersehen, den habe ich nämlich nicht gemacht. Und der droppt eine Blutfiole. Guck mal, 155 Blutechos immerhin. Und da ich mir ein bisschen durchgelesen habe, was als nächstes so kommt, das Gebiet wird wohl ein bisschen härter. Ich bin total, also ich, boah, ich freue mich. Ist ja noch nicht schwer genug. Ich weiß, viele finden das Spiel voll einfach. Ich finde es voll schwer. Also was heißt voll schwer, aber es ist halt komisch mit dem, mit dem Ausweichen und so, ne? Ciao. Hm? Ja, ja. Du kleiner Penner. Da. Oh. Da kommt er. Auch tot. Zwei Schläge. Geil. Oh. Aber hier ist noch irgendwo einer. Hier läuft... Ach nee. Der latscht doch bestimmt wieder. Da ist er. Im Boden. Ein Schwachsinn, ne? Das ist der Bodenlurker, kennt man ja. Die laufen immer im Boden rum. Also 5,8 habe ich schon. Ja, habe ich meine 10.000 bald voll, läuft. Ist egal. Ja, 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 ja. So, ach, der droppt auch nichts. Wird der immer besser.
So. Oh, Schlüpperkalle, du bist dran. Tot. Ach, ja, ja. Ich mach sie alle kaputt. Nice. Ich warte ja auf den Tag, wo ich die alle mit einem Schlag kaputt mache. Ich glaube, der wird noch ein bisschen dauern, bis der kommt. Ja. Tschüss. Oh. Ach scheiße, da kommt er noch. So. Hat er was gedroppt? Nee. Hä? Hä, warum? In die Richtung wollte ich gar nicht. Okay. So. Ah, fast alle das gleiche gedroppt. Hör, wo ist er denn? Ach, der ist schon. Ach so. Ja, gut, dann. Er trifft mich aber noch, weißt du? Hauptsache, er trifft mich. Blöder Lutscher, ey. Jetzt bleibt mir ja nicht so viel übrig. Außer hier wieder hinzugehen, runterzugehen. Weil, ja gut, ne? Es ist wie dies. So, Captain Salami, komm mal her. Ciao. Jetzt kommt er noch. Auch tot. Ja, nice. 9000er habe ich gleich durch und dann komme ich auch weiter. In the game. Zack. Zack. Ich denke, ich lasse die alle erstmal hier hinkommen, damit ich hier entspannt runter kann. So, die sind schon mal tot. Oh, der lebt noch, Alter. Das ist ja wohl unglaublich. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Alter, will ich mich aber trotzdem treffen, ne? Die kleinen Pisser. So, jetzt sind nur noch die da. Ja, ja, ist gut. Na, wo schlage ich denn jetzt hin? Niemand weiß es so genau. So, wir noch. So, jetzt aber. Und damit der da oben nicht so alleine ist, mache ich ihn auch noch kaputt. Und den hier unten auch. So. Da habe ich ein bisschen mehr, aber das ist ja auch nicht schlimm. Nee, du brauchst gar nicht ausholen, du bist tot. Blutfion. Blutfion ist cool. So ein paar ansammeln ist immer eine nice Sache. Der will mir umarmen, das mag ich nicht. So. Okay, der ist scheiße, der droppt mir nichts. Dann habe ich fast 11.000. Reicht. Die kann ich mir nämlich das Zeug holen und weitergehen.
kann ich... Ach komm. Ich clear einmal komplett. Ja. Ich gehe nochmal da runter. Das sind ja auch noch zwei. Die nehme ich jetzt auch noch mit, wenn ich schon mal hier bin. Diese Blutedelsteine, da habe ich aber auch 23.000 Stück, ne? So. So, dann habe ich mir meine 10.000 gefarmt, kann mir das Ding kaufen und dann geht es endlich weiter. Aber da frage ich mich, okay, man könnte natürlich drauf kommen, wenn man einfach, aber ich gucke ja nicht in den Shop, ob ich mir was kaufen muss. So, ganz ehrlich, ne? Brauche ich nicht, wird da offen. Egal. Ich hab genug. Da gucke ich ja nicht nach, ob ich mir was kaufen muss, um weiterzukommen. Ich gehe davon aus, okay, ich komme schon irgendwie weiter, ne? Und dann müsste ich auch wissen, dass dieses Tor zum Rundplatz der Kathedrale führt. Woher soll ich das wissen? Kinder, ich habe keine Karte von Jahren bekommen, als ich eingereist bin. So. Zack, zack. Da. Ja, das reicht leider nicht, aber ich könnte mal gucken, ob ich irgendwas machen kann. Kann ich eigentlich hier irgendwas machen? Nee, ne? Das Werkstattwerkzeug für die Ausgabe ist nicht vorhanden. Okay. Das findet man irgendwo, wenn man von... Also ich habe es, glaube ich, schon übersehen. Nee, warte mal, Blutedelstein verstärken, geht nicht. Ach, habe ich nichts für, okay. Ich habe hier leider keinen dritten Platz, das ist doof. Ich könnte aber mal tatsächlich gucken. Physischer Angriff, dauerhafter GP gewinnen. Na, keine Ahnung. Kann auch so bleiben. Aber jetzt muss ich erstmal wissen, ich glaube, das war das von hier? Nee, vom... Ich glaube, von hier, ne? Ich glaube, von hier war es. Und mir ist noch was eingefallen. Ja. Ich bin nämlich, das mache ich, glaube ich, jetzt. Ich habe zwar das Medaillon jetzt gekauft, aber das kann ich auch in der nächsten Folge machen. Ich gehe mal zu dem Grab, was wir geöffnet haben. Da bin ich, glaube ich, auch noch nicht lang gegangen. Meine ich zumindest. Und ich glaube, das war auch von hier, ne? Ah, die Jägerin. Dies ist ein sicherer Ort. Aber denkt auf der nächsten, wenn ihr gesunde Überlebende trefft. Denn hier gibt es... Denn hier gibt es nichts, wovor man Angst haben muss. Gelogen. Glaube ich. So, Bro. Warum kann er trotzdem hauen? So, Arschkeks, ey. Na? Ja. Blaues Elixier. Okay, wofür auch immer das ist. So, da oben ist das Ding. Aber ich gehe trotzdem einmal ganz kurz hier lang, weil ich bin da noch nicht runtergegangen. Und das möchte ich gerne mal nachholen. Weil ich weiß ja nicht, was da unten auf mich wartet, ne? Kleiner Wurm. Köter. So, den Typen interessiert's nicht. Achso, er ist tot. Okay, ciao. Aber hier kann man irgendwo noch eine Tür öffnen. Ach, lol. Ach, hier war. Jetzt mal ganz ehrlich, warum kommt der Hund eigentlich schon angeschissen?
Die haben aber auch eine Agro, ne? Moment. Ich muss einmal ganz kurz hier lang. Ich bin der Meinung, hier irgendwo finde ich nämlich das Werkzeug. Oder? Hier bin ich auf jeden Fall oben. Das heißt, das haben wir ja schon gemacht. Hier könnt ihr jetzt runter, bla bla bla. Da unten ist der eine Typ, der mich angreift. So. Witzig. Läuft der da schon? So, da haben wir natürlich dann den Pfad geöffnet. Ist natürlich blöd, dass er die ganze Zeit rumbrubbelt. Dann, also, ne, hört man natürlich. Aber naja, gut. In irgendeiner Kiste. Mit ihm kann man reden. Also er ist anscheinend ein cooler Dude. Okay, Bro, ich hab's mir überlegt. Oh, dann können. Ja, komm. Oh, nehmt dies zur. Drei Feuerpapier und beten. Bestienjagd ist ein heiliger Akt. Möge das gute Blut euch den Weg weisen. Oh. Wir müssen uns unendlich viel zu. Na los, sagt. Wie ihr wisst, ist die heilende Kirche der Ursprung der Blutheilung. Tja, ich bin ein einfacher Jäger und kenne mich mit ihren Angelegenheiten nicht so gut aus. Aber ich habe gehört, dass das heilige Medium der Blutheilung in der Hauptkathedrale verehrt wird. Und dass die Räte der alten Kirche im oberen Teil des Kathedralenbezirks wohnen. Wenn ihr die Blutheilung wollt und die Kirche sie bewilligt, solltet ihr sie aufsuchen. Aha. Bergenworth ist ein alter Ort der Leere. Und das Grab der Götter, das unter Yharnam erbaut wurde, sollte jedem Jäger bekannt sein. Einst entdeckten junge Bergenworth-Gelehrte tief unten im Grab ein heiliges Medium. Dies führte zur Gründung der heilenden Kirche und der Einführung der Blutheilung. In diesem Sinne kann alles Heilige in Yharnam nach Bergenworth zurückverfolgt werden. Doch heute liegt die Akademie tief in einem dichten Wald, verlassen und verfallen. Und noch dazu hat die heilende Kirche Bergenworth zu verbotenem Grund und Boden erklärt. Man weiß nicht, wie viele der Gelehrten noch am Leben sind, aber nur wer das Passwort kennt, darf das Tor durchschreiten. Ich verabschiede mich. Okay, das bedeutet, wir brauchen wahrscheinlich irgendwoher ein Passwort, um weiterzukommen an einem bestimmten Punkt. Alles klar. Weiß ja Bescheid. So, aber wo finde ich dieses verkackte Werkzeug, ey? Ich weiß auch nicht, wofür ich das brauche, ehrlich gesagt, aber pff, ja. Ja, krass. Tschüss. Er hat recht, er ist tot. Das hat er super gut erkannt. Aber macht er nichts. So, wir gehen jetzt erstmal hier runter. Ich möchte nämlich wissen, was da ist. Ich habe mich ja letztes Mal nicht so ganz getraut. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Weil ich habe ein bisschen gelesen, weil ich, wie gesagt, ich hatte absolut kein... Alter, diese Statue, ne? Hatte absolut keine Ahnung, wie ich weiterkomme, beziehungsweise wo ich hin muss. Und... Hä? Aufpassen. Zack, alles gut. Die bluthungrige Bestie ist, glaube ich, der vierte Boss eigentlich. Normalerweise geht man erst woanders hin. Doch, hier war ich schon. Klar war ich hier schon. Aber weiter bin ich, glaube ich, nicht gegangen. Und ich glaube, in irgendeiner Kiste soll dieses komische Werkzeug sein. Für die Werkstatt. Doch, hä? Hier war ich doch auch. Bin hier schon lang gegangen.
Verrückt. Verrückt, verrückt, verrückt. Na gut, ich gehe hier nochmal lang. Bin ich denn hier hingekommen? I don't know, man. I don't fucking know. Hier war ein Item. Ja, das habe ich mir geholt. Richtig. Na gut, dann war ich doch schon hier. Ach, lol. Mein kräftiger Blutcocktail. Ja, hier bin ich schon angekommen. Richtig, richtig. Ach, keine Ahnung, ganz ehrlich, dann ist es doof jetzt. Pech gehabt. Dann weiß ich leider nicht, wo dieses Werkzeug ist. Da muss ich, glaube ich, tatsächlich nochmal nachgucken. Oder man schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, wo genau ich das finde. Also wirklich ganz genau. Man nimmt am besten irgendeine Laterne, von der ich starten kann, und schreibt mir dann wirklich den Weg auf. Man geht geradeaus, dann nach so und so vielen Schritten. Das müsst ihr dann leider auch nochmal nachgucken bei euch, wenn ihr das Spiel habt. Nach wie vielen Schritten muss ich links oder rechts abbiegen, damit ich das weiß. Ne? Wie Google Maps quasi. Ja. Damit ich das dann weiß. Dankeschön. So, wir gehen jetzt aber erstmal da oben lang und öffnen das Tor. Komm, erstmal wieder der Dicke da oben. Oder ist hier irgendwo eine... Ich glaube, das Werkzeug soll in irgendeiner Kiste sein. Aber ich weiß auch gar nicht, wofür dieses Werkzeug ist, aber haben würde ich es schon gerne irgendwie, ne? Ey, Moppelchen! Ach komm, ja, ja, ist gut. Und Puff hat er gemacht. So. Dann öffnen wir mal das Tor. Ein besonderes Emblem hat das Haupttor geöffnet. Mensch, das sieht mir aber nicht sehr rund aus hier, der Bezirk. Huch, da sind ja noch mehr hier. Heinis. Oh Gott. Er hat ja Flammenwerfer. Er ist tot. Ich gehe erstmal hier lang, würde ich sagen. Dickes Kaltblut. Nice. Ach du kleiner Sack, ey. Das ist jetzt bestimmt irgendein Pfad wieder zurück zu einem Weg, den ich schon kenne. Ein Giftmesser. Das ist ein verdammter Fluch. Wo bin ich denn hier gelandet, ey? Aber hier sind Leute. Klopf, klopf. Herrje, was für ein seltsamer Geruch. Er muss sich waschen. Immer noch besser als der Gestank von Blut und Bestien. Weiß was ich nicht. Was gibt es denn? Kacke ist auch nicht so geil. Die Jagden nicht zu sprechen. Und außerdem ist dies kein Ort für Damen. Ich will euch nicht ins Verderben ziehen. Oh, dem Himmel sei Dank. Wisst ihr vielleicht, allen sich die Nacht ist lang und ich habe nur noch sehr wenig Weibit. Es muss... Klar! Oh, danke, Schätzchen. Vielleicht sehen wir uns doch. Vielleicht, aber auch nicht. So. Ihr, ihr seid nicht von hier, hä? Huh? Richtig. Eine Fremde, die bei der Jagd mitmachen will? Wie lächerlich. Was,
Ihr haltet mich für eine Bestie? Tja, vielleicht halte ich euch auch für eine Bestie. Mhm. Und weg von meiner Burg. Ja, Burg. Ah, ich habe was? Findet ihr das Lud? Na, ich kann's bestimmt nicht. Also macht das, ich will mit eurer Bestie. Okay, ich rede nochmal mit ihm. Was soll dieser Blödsinn, den ihr da verbreitet? Ich habe gehört, wie ihr der Schlampe was von einer Zuflucht erzählt habt. Na, sie ist schön blöd, wenn sie einer Fremden vertraut. Warum? Ihr geht es vermutlich nur darum, euch um eure Mützen zu erleichtern. Na, jetzt aber Pech, ich habe gar keine Münzen bei. Okay, was für Lügen wollt ihr mir heute erzählen? Du bist wunderhübsch. Haltet ihr mich für ein leichtes Opfer, ja? Ja. Na, dann versucht es doch. Okay. Ja, tut mir leid, zu klug für diesen Schwachsinn. Ich erkenne Lügenmärchen, wenn ich sie höre. Fremde, sogar ihre Lügen sind durchschaubar. Was? Belästigt ihr die Leute immer noch mit dummen Lügengeschichten? Nee, nur dich. Na los, gut, dann macht. Erzählt mir eure Geschichte. Erzählt mir von eurem schönen Sicht. Ja, tut mir leid, zu klug für... Ja, dann... Er ist einfach auch nicht zu überlisten, der Bursche, ne? Der ist einfach... Wow. Er ist einfach zu klug. Der lebt noch. Skandalös. Ich gehe jetzt hier lang. What the fuck are you? Also eins weiß ich, du bist tot. Huch. Alter, wo kommen denn die ganzen Leute her? Ohne Witz, ne? Oh, schwarzer Kirchenhut. Das muss ich gleich anziehen. Wie sich's für eine Dame ziemt. Da sind irgendwelche großen Viecher, hab ich, höre ich. Wofür? Achso. Ja, ja, hm. Zutiefst dankbar. Finde ich gut. Ja, 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 hm. Ja. Der geht's gut. Ja, ja. Der geht, also vollkommen. Gut, ja, seid dankbar. Tschüss. Gelobt seid ihr. Gelobt sei die ganze verdammte Kirche. Ich bin nicht von der Kirche. Danke. Viel Erfolg. Ja, danke schön, ne? Ich klopf nochmal. Gelobt sei. Okay. Die wollen anscheinend nicht. Okay. Oh oh. Alter, ich komm nicht. Alter, ich hasse es, ne? Ich hasse es, wenn du aus der Ecke nicht mehr rauskommst, ey. Gut. Dann bin ich tot. Schön. Oh, jetzt muss ich ja von der fucking... Oh. Oh. Warte mal. Hallöchen. Alter, die sieht aber... Also für so einen Dark Souls-Charakter, oder es ist ja ähnlich, ne? Sieht die gar nicht mal kacke aus. Hallo. Oh, hallo Schätzchen. Ihr habt nicht gelogen. Das hier ist ein sicherer Ort. Na klar. Danke. Ich stehe in eurer Schuld. Hm. Ein Knicks. Och, ist ja schön. Ich würde gerne meine Dankbarkeit ausdrücken. Aber ich weiß nicht, was ich euch... 5 Millionen Blutechos. Ich kann euch nur mein Blut geben. 5 Millionen. Aber würdet ihr das Blut einer Hure annehmen? Klar. Ist nicht wählerisch, ne? Gut. Kommt her, Schätzchen. Keine Sorge. Ich hab das schon mal gemacht. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber... Blut von Ariana. Aha.
Oh, hallo. Es tut mir leid, Schätzchen. Ich habe nicht so viel Blut. Wie, du hast nur so eine kleine Ampulle Blut in deinem Körper oder was? Was bist du für eine komische Nudde, ey? Heilt GP, beschleunigt Ausdauererholung, okay. Die ist ganz schön cool. Ah, aber dann kann ich mal kurz zum Ende der Folge das alles anziehen. Ziehe ich dann natürlich wieder aus, weil das ist bestimmt alles total scheiße. Obwohl, das geht sogar. Habe ich keine Kirchenhandschuhe? Gehören die dazu? Anscheinend. Ach du heilige Scheiße. Ja, wir könnten, also, ne, man könnte natürlich mit dem Zeug mal rumrennen. Nein. Wir nehmen erstmal wieder das. So. Gut, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. In der nächsten Folge werden wir unser verlorenes Gut zurückerlangen und alle töten, die uns sich in den Weg stellen. Nee, sich uns in den Weg stellen. Und ich würde sagen, bis dahin. Vielen Dank, haut rein und tschüss.